klingt irgendwie fancy. Vermutlich werde ich hauptsächlich Klos putzen. Aber was soll's. Herzlich willkommen in meinem Van bei, ich weiß nicht wie kalt, aber deutlich kalt. Weil es geht. Aktuell geht's, muss ich sagen. Vielleicht haben wir jetzt minus 10 oder so. Das ist für mich sehr erfrischend gerade, muss ich sagen. Ich bin jetzt seit ungefähr 2 Wochen hier in den Rocky Mountains und ich hatte viele, viele Nächte unter minus 20. Ein paar Mal habe ich fast die minus 30 geknackt. Minus 28 war mein höchstes. Das hatte ich, glaube ich, 3 Mal. Ja, ist kalt. Aber man gewöhnt sich dran, muss ich sagen. Erstaunlicherweise gewöhnt man sich dran. Bin fast ein bisschen traurig, dass ich die minus 30 nicht geknackt habe. Juckt mich ja schon so ein bisschen in den Fingern. Dieses Wochenende habe ich im Forecast gesehen, soll es sogar soweit sein. Aber da werde ich wohl nicht mehr im Van schlafen. Und das ist hier wahrscheinlich wirklich meine letzte Nacht. Erstmal im Van in der Kälte, weil ich fange jetzt am Wochenende, also heute ist Donnerstag, der 28. Februar hier bei mir. Ich fange am Samstag einen Job im Skiresort von Lake Louise an, als Janitor, also als Hausmeister im Food and Beverage Department. Klingt irgendwie fancy. Vermutlich werde ich hauptsächlich Klos putzen, aber was soll's. Ja, und da habe ich eben auch Staff Accommodation in so einer Unterkunft, die da haben. Habe sogar ein Einzelzimmer. Insofern echt cool. Bin mal gespannt, wie das da so wird, welche Leute ich da so treffe. Kann wahrscheinlich auch nicht schaden, dass ich mal so wieder ein bisschen unter Leute komme. Sagen wir es mal so, ein bisschen Geld verdienen, kann auch nicht schaden. Ja, aber schon so ein bisschen schade, den Van zu verlassen. Ist schon abenteuerlich, muss ich sagen. Und an die Kälte gewöhnt man sich. Klingt so krass, minus 28 Grad. Oh, das. Vorher dachte ich, mein Gott, wie willst du das aushalten? Da stirbst du ja fast, ne? Aber es ist nicht so dramatisch. Die Kälte ist irgendwie anders. Es ist so eine trockene Kälte. Und es ist schon, also morgens, wenn man aus dem Schlafsack sich rausquälen muss, oh, bitter, bitter. Aber so zum Schlafen geht's. Und dann tagsüber verbringe ich den Tag meistens eh irgendwo drin, wie vorher auch schon, wo es nur minus 5 hatte. Weil was willst du sonst machen, gell? Und neben den Coffeeshops habe ich jetzt natürlich noch ein anderes Highlight gefunden, muss ich sagen, was ich noch deutlich besser finde. Und das sind öffentliche Büchereien. Die sind echt top. Ich bin jetzt hier gerade in Canmore, übrigens ein sehr cooler Ort, mitten hier in den Rocky Mountains, südöstlich von Banff. Echt mega schön hier und die haben hier eine tolle öffentliche Bücherei. Wenn du da drin bist, hast du einfach Blick auf die Berge und so, wunderschön. Und es gibt hier relativ in der Nähe relativ viele Parkplätze für REs, wo man einfach stehen kann. Also es gibt ja auch ein paar Leute, die quasi hier aktuell im Van leben. Puh, ja, also nachdem ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, muss ich sagen, Hut ab vor den Leuten, die das wirklich den ganzen Winter über machen. Das stelle ich mir dann wirklich zäh vor, weil der Winter, der geht halt hier von November bis Mai oder so. Schon echt, ne? Nuss. Wobei manche haben auch irgendwie so eine Art wie Heizung oder so im Van. Ich habe bei manchen zumindest wie so einen Schornstein gesehen, wo auch schön Dampf rauskommt oder Qualm oder was auch immer. Hier neben mir aber, da hat einer, der wohnt hier, glaube ich, in seinem Auto. Voll krass. Also der gibt sich irgendwie, glaube ich, noch mal härter als ich. Weil ich weiß noch nicht mal, ob der irgendwie Strom im Auto hat. Das finde ich irgendwie richtig krass. Und es gibt hier so einen Typen, den treffe ich immer wieder in der Bücherei, der hängt da den ganzen Tag mit mir ab. Der muss auch irgendwo in der Kälte wohnen, glaube ich. Naja. Ja. Das wollte ich einfach nur mal so als kurzes Update geben. Ich habe das jetzt hier 3 Mal gefilmt. Am ersten Mal hat der Autofokus nicht gefilmt. Beim zweiten Mal hatte ich irgendwas vom Gesicht, was ich total störend fand.
es wobbelt wahrscheinlich die ganze Zeit rum, das habe ich gerade auch schon gesehen. Das nervt mich. Das will ich aber einfach mal so als Ding stehen lassen, damit ihr seht, wie das ist, wenn man mit dieser Kamera hier vloggt. Weil das Wobbeln ist mir bei manchen anderen Sachen auch schon aufgefallen. Das kommt dann vermutlich durch die Sensorstabilisierung. Und das ist irgendwie nicht so cool, muss ich sagen. Falls ihr da irgendwie wisst, womit das zusammenhängt und ob man das irgendwie abstellen kann, schreibt mir das mal irgendwie in die Kommentare. Ja. Aber ich denke, damit muss man einfach leben, außer man kann halt die Stabilisierung abstellen, ja. Aber dann hat man halt trotzdem so Ruckler drin, gell? Sieht dann auch doof aus. Naja, wie auch immer. Einfach mal so als Feedback. Ja, das war's. Einfach so ein kleines Update von mir. Ich habe die Kälte gut überstanden. Ich glaube, es waren jetzt mindestens 2 Wochen, die ich hier durchgehalten habe. Ich ziehe vor mir selbst den Hut. Falls ihr auch schon mal Vanlife gemacht habt bei unter minus 20 Grad, lasst es mich gern wissen. Wie waren eure Erfahrungen? Fandet ihr es auch irgendwie krass? Oder habt ihr euch auch dran gewöhnt, so wie ich? Ja. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe auch so ein bisschen gefilmt, ein bisschen Material gesammelt. Da werde ich jetzt demnächst bestimmt nochmal irgendwas zusammenschneiden. Und ja, wenn ich dann ein Zimmer habe, vielleicht, falls mich die Muse überkommt, filme ich dann so das eine oder andere. Ich muss mal schauen, wie ich es dann mit dem Upload mache, weil ich muss mir da WLAN kaufen und ich weiß noch nicht, wie teuer da das Datenvolumen ist. Also muss ich dann vermutlich ab und an in die Stadt fahren, wenn ich was hochladen will. Das ist mal gerade so meine Vermutung. Das heißt, mal schauen. Könnte auch so ein bisschen Zeit ins Land gehen. Aber nichtsdestotrotz, hier mal so ein kleines Update. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Olaf und ich sagen tschüss und bis dann.